Hallo und willkommen bei Macmaniacs. In dieser Review geht es um das Nuki Smart Lock 2.0. Das ist ein motorbetriebenes Türschloss für eure Haustür. Das dreht quasi für euch den Schlüssel und kann die Tür entsprechend öffnen oder auch nur auf- und zusperren. Was es also kann, was es nicht kann, wie es sich in der Praxis bewährt über mittlerweile einige Jahre hier im Einsatz, das erfahrt ihr im folgenden Video. Ja, es geht also heute um das intelligente Türschloss Nuki des österreichischen, da bin ich irgendwie, naja, stolz, aber finde ich ganz cool, dass der Hersteller aus Österreich kommt, des österreichischen Herstellers Nuki. Und kleine Anekdote, das ist die zweite Generation, deswegen 2.0, okay, das habt ihr vielleicht schon erraten. Die erste Generation gab es damals auf Kickstarter und die hatte ursprünglich heißen sollen, glaube ich, Nuki oder Nuki und dürfte dann aber so nicht heißen wegen Nokia. Die haben damals, als es die noch gab in der Form, irgendwie Einspruch erhoben und deswegen heißt Nuki jetzt Nuki. So viel dazu. In der Verpackung finden wir natürlich nicht nur das ziemlich schicke Smart Lock, das ich euch gleich zeige, sondern auch Halteplatten zur Montage, das erkläre ich euch auch gleich. Und wie ihr hier seht, das ist auch kompatibel mit dem Amazon-Assistenten, mit dem Google-Assistenten und mit HomeKit. Funktioniert alles blendend bis auf gewisse Einschränkungen. Da kommen wir auch gleich dazu. Also, zum Verpackungsumfang. Natürlich ist da mit dabei Nuki, das smarte Türschloss. Das ist ganz cool gemacht, denn ihr habt hier diesen Drehknopf. Ihr könnt jederzeit quasi also auf- und zusperren, denn die Konstruktion ist so, dass ihr, euren Schlüssel hier habt. Und der greift in, diesen Schlitz ein und Nuki dreht im Prinzip eigentlich nur euren Schlüssel für euch im Schloss. Und deswegen ist es wahnsinnig intelligent aufgebaut, denn ihr müsst keinen Schließzylinder tauschen, ihr müsst nichts umbauen an eurer Tür. Ihr könnt das Ding einfach so montieren, wie es für euch am praktischsten ist. Und das finde ich ziemlich cool. Ihr habt hier dann noch ein paar Seriennummern, ihr habt hier den HomeKit-Code unten aufgedruckt, den ich hier unglaublich kreativ übermalt habe. Ich wünsche mir hierfür einen Orden, bitte. Dann gibt es das Batteriefach, das habe ich jetzt rausgenommen, kommen wir auch gleich dazu. Das sind 4 AA-Batterien, Mignon-Größe. Ich empfehle euch Energizer-Lithium-Batterien, die funktionieren am besten und die halten am längsten, auch wenn sie etwas teurer sind. Alkali-Batterien funktionieren auch sehr gut. Akkus, da seid ihr schon ziemlich oft am Akku tauschen. Die haben natürlich eine geringere Spannung von 1,2 Volt im Normalfall. Ja, ich weiß, es gibt mittlerweile auch Metallakkus mit 1,5 Volt. Wenn ihr die kaufen wollt, könnt ihr das machen. Mit meinen präferierten Akkus, die ich überall im Einsatz habe, die Eneloop-Akkus, funktioniert das nicht so gut. Deswegen meine Empfehlung. Die Lithium-Batterien tauscht man so. Wann haben die reingegeben? Die sind jetzt seit Februar drinnen, jetzt haben wir Mai, ja, alle 6 Monate müsst ihr mal davon ausgehen. Kommt natürlich darauf an, wie viele Familienmitglieder ihr habt. Wenn ihr 6 Leute seid und jeder sperrt ständig die Tür auf und zu, dann halten die Batterien natürlich weniger lang. Grundsätzlich wahnsinnig tolle Verarbeitung, auch wenn sich das jetzt hier vor dem Mikrofon nicht ganz so hochwertig anfühlt, aber es ist wirklich sehr hochwertig. Das ist echtes Aluminium, das ist toll gelöst. Hier gibt es einen Leuchtring, in der Mitte ist ein Knopf, den ihr drücken könnt. Wenn ihr einmal drückt, sperrt das Schloss entsprechend, je nachdem, wo es gerade steht. Wenn zugesperrt ist, sperrt es auf. Wenn aufgesperrt ist, sperrt es zu. Ihr könnt manuell den Schlüssel jederzeit drehen, habe ich schon gesagt. Und das Ganze ist alles in allem wirklich sehr solide und stabil gebaut. Montiert, und das finden wir auch in der Verpackung, wird Nuki mit diesen Halteplatten. Da sind 2 Stück drinnen. Die B-Platte habe ich im Einsatz, die ist geklebt. Und dann gibt es noch die A-Platte, die hat hier 3 Wurmschrauben. Da könnt ihr die direkt am Schließzylinder montieren. Der Imbusschlüssel wird mitgeliefert. Die Frage ist allerdings, ob euer Schließzylinder weit genug aus dem Türblatt raussteht. In meinem Fall war das nicht der Fall, deswegen habe ich das nicht in Verwendung. Ich war dann skeptisch, ob diese Klebeplatte tatsächlich in der Praxis so gut funktioniert, wie der Hersteller sich das vorstellt. Klappt aber richtig gut. Einfach diese Auflagefläche unter dem Schließzylinder richtig gut reinigen mit einem hochreinen Alkohol. Dann Folie abziehen, draufkleben, hält seit Jahren bei mir bombig und einwandfrei. Und grundsätzlich wird dann einfach das Smart Lock hier draufgesteckt. Mehr ist es nicht. Und dann hält es drauf an der Tür. Und natürlich, ihr merkt es schon, durch diesen Mechanismus hier drücken und dann geht es auch sofort wieder ab. Könnt ihr Nuki auch jederzeit irgendwie so in den Vorruhestand schicken oder sagen, okay, ich habe jetzt vergessen, Batterien zu kaufen und es ist Sonntagabend und es ist keine Tankstelle in der Nähe und deswegen möchte ich jetzt manuell sperren. Wobei, nächster wichtiger Punkt, ich habe euch ja schon erzählt, der Schlüssel steckt ja immer innen in der Tür, das heißt, ihr braucht
ich möchte nicht sagen zwingend, es ist für Nuki eigentlich egal, aber ich empfehle euch sehr, sehr, sehr stark, unbedingt eine Tür mit Sicherheitsfunktion zu haben, denn dann könnte hier Nuki eben den Schlüssel drehen und ihr könnt aber von außen gleichzeitig auch noch sperren. Das ist wichtig, denn wenn ihr euch aussperrt, habt ihr sonst keine Möglichkeit, falls irgendein Schaden oder irgendetwas passiert ist, dass das Schloss blockiert oder nicht funktioniert, hatte ich noch nie, aber für den Fall der Fälle könnt ihr trotzdem aufsperren, ohne dass ihr einen teuren Schlüsseldienst rufen müsst. Soviel also mal zur Verpackung, zum Lieferumfang und zur Montage. Was auch noch in der Verpackung ist, letzter Punkt der Verpackung, ist ein kleiner Magnet, der sogenannte Türsensor. Der Sensor ist eigentlich hier eingebaut, hier auf der Seite. Sie liefern aber einen kleinen Magneten mit, der ist schwarz, der ist selbstklebend, den könnt ihr eben dann quasi hier, wenn hier die Türklinke ist, dann könnt ihr hier den Magnet an den Türstock kleben und dann erkennt Nuki auch, ob die Tür geöffnet oder geschlossen ist. Grundsätzlich auch eine sehr feine Sache, ist toll, wenn man einfach sieht, okay, keine Ahnung, die Tür ist jetzt offen stehen geblieben oder wenn irgendetwas passiert ist mit, keine Ahnung, ihr habt auf der App irgendwie versehentlich gewischt und seid euch jetzt nicht sicher, ob die Tür aufgegangen ist oder nicht. Dann seht ihr das in der App, das sehen wir später dann, dann seht ihr das in der App ganz klar, Tür geschlossen, Tür geöffnet. Der Hersteller könnte jetzt hier noch ein bisschen mehr Intelligenz an den Tag legen, denn die Funktion Auto-Unlock, das sehen wir auch später, wenn ich euch die App zeige, die Funktion Auto-Unlock bietet auch die Möglichkeit, nach dem automatischen Türöffnen und Aufsperren automatisch wieder zuzusperren. Wenn man das aktiviert hat, wenn man das möchte, dann sperrt Nuki aber auch zu, wenn die Tür noch offen ist, weil, keine Ahnung, ihr kommt nach Hause, ihr trefft den Nachbarn und dann quatscht ihr und die Tür steht noch offen, plötzlich sagt Nuki, zack, jetzt ist die Zeit abgelaufen, jetzt sperre ich mal zu und dann fährt natürlich der Riegel aus der Tür raus und wenn ihr dann noch länger mit dem Nachbarn quatscht und dann irgendwie vergesst, dass dieser Riegel raussteht und ihr wollt die Tür zuhauen, könnte das ziemlich blöd ausgehen. Also da hätte ich mir gewünscht, dass einfach die Funktion geblockt wird, so lange bis eben der Türsensor meldet, die Tür ist auch tatsächlich geschlossen und dann kann ja Nuki sofort zusperren, das ist ja dann super. Ja, soviel also zum Thema Lieferumfang, Türsensor und Montage von Nuki. Grundsätzlich, wenn ihr also dann die Montage durchgeführt habt, sprich das Smart Lock ist an der Tür montiert, dann müsst ihr nur mehr die Batterien hier einsetzen, dann leuchtet es auch gleich. Ich nehme es jetzt wieder raus, weil sonst fängt Nuki zu drehen an und was Nuki dann macht ist, ihr habt ja dann den Schlüssel hier stecken, ihr habt das Ding an der Haustür montiert und dann dreht Nuki einmal den Schlüssel in alle Richtungen, um festzustellen, wo befinde ich mich, wo geht es jetzt eigentlich weiter und wo ist quasi die Tür versperrt und wo ist die Tür aufgesperrt und dann ist es kalibriert und betriebsbereit. Wenn ich das aber jetzt hier machen würde, hier am Sofa und die Batterien reingebe, dann wird eigentlich nur passieren, dass Nuki nonstop zu drehen beginnt und da also das ist so stark, ich könnte jetzt diesen Knopf hier nicht halten, um Nuki zu sagen, du bist jetzt an der Tür. Kommen wir auch zu einer Frage, die habt ihr, glaube ich, auf Twitter gestellt, zur Kraft, die Nuki hat, um den Schlüssel zu drehen. Wie gesagt, also wenn ich jetzt hier diesen Schlüssel hier halten würde und das Nuki dreht sich, ich könnte den nicht halten. Also ich würde mir hier die Finger brechen, so stark ist dieser Motor und so stark ist der übersetzt. Also die haben da wirklich die Hausaufgaben gemacht und ich hatte da absolut kein Problem in mittlerweile, ich weiß nicht, wie viele Jahre ich Nuki im Einsatz habe, ich glaube seit 2015, kein Problem, dass jemals die Kraft von Nuki nicht ausgereicht hätte, um das Schloss zu bewegen. Natürlich ein normal funktionierendes Schloss soll es schon sein. Also wenn ihr da wisst, es ist jetzt verrostet und klemmt und quietscht, dann würde ich euch schon raten, bevor ihr irgendwas Elektronisches da anschließt, dass ihr vielleicht auch zuerst einen Tropfen Öl aufs Schloss aufbringt und schaut, dass es auch alles so leichtgängig wie möglich ist. Und was auch gefragt wird gerne, ist die Frage zum Betriebsgeräusch. Ich spiele es euch einfach mal vor, macht euch selber ein Bild. Allerdings sage ich gleich dazu, ein Mikrofon nimmt das immer anders wahr als eure Ohren und es kommt auch darauf an, ob das Nuki jetzt irgendwo in einem abgeschlossenen Vorraum installiert ist oder ob es vielleicht auf einem, keine Ahnung, in einer großen Halle montiert ist, wo es überall Nachhall gibt von dem. Es macht Geräusche, es ist deutlich hörbar, wenn euer Schlafzimmer vielleicht direkt neben der Wohnungseingangstür ist, solltet ihr vielleicht darüber nachdenken, wenn jetzt, keine Ahnung, ihr habt einen Partner, der macht Nachtschicht und kommt zu später Stunde heim, dann wisst ihr definitiv, wenn Nuki an der Tür ist, dass ihr jetzt nicht mehr allein in der Wohnung seid. Also es ist nicht geräuschlos. Ich empfinde es als nicht zu störend oder zu laut. Es könnte allerdings auch noch wesentlich leiser sein. Hey Siri, Haustür zusperren. Okay, das Element Haustür ist abgeschlossen.
Technisches, technische Sachen rund um Nuki. Die Kommunikation zwischen dem Türschloss und dem Smartphone erfolgt mit Bluetooth, vorzugsweise Bluetooth 5.0, wenn euer Smartphone das unterstützt. Den Vorteil, den ihr dabei habt, ist, Bluetooth 5 hat eine größere Reichweite. Das heißt, der automatische Unlock, wenn ihr euch der Tür nähert, funktioniert wesentlich zuverlässiger. Ich hatte vorher das Nuki 1 im Einsatz, also das ganz originale Nuki, und da war dann tatsächlich schon so, dass ich das Smartphone irgendwie so außen an die Tür ungefähr mit dem Abstand halten musste, damit es zuverlässig funktioniert hat. Hängt natürlich von der Wohnungstür ab. Wenn ihr eine alte Holztür, eine alte Altbautür habt, dann ist es was anderes, als wenn ihr irgendwie eine richtig dicke Sicherheitstür habt, die vielleicht auch noch brandschutztechnisch irgendwo Metall eingebaut hat. Dann ist es natürlich die anzunehmend schlechteste Konstellation für ein Smartphone, das über einen Funkstandard mit dem Smartlock kommuniziert. Grundsätzlich gibt es auch die Möglichkeit, eine Bridge zu verwenden. Die ganze Kommunikation zwischen Bridge, zwischen Smartlock ist natürlich über keine Ahnung wie viel Bit abgesichert und verschlüsselt. Also das ist, die haben da wirklich wahnsinnig viel Wert darauf gelegt. Da müsstet ihr aber nachlesen beim Hersteller, weil mit dieser ganzen Kryptografie und Schlüsselaustausch und blablabla, da kenne ich mich nicht aus. Also da müsst ihr euch dann wirklich reintigern. Sie sagen auf jeden Fall, es ist wahnsinnig sicher. Es funktioniert über Bluetooth oder eben die Bridge. Die Bridge kann entweder ein Android-Smartphone sein, da gibt es eine eigene Bridge-App, die ihr installieren könnt, und die macht nichts anderes, als dann quasi das Smartphone mit seinem WLAN, wenn es im WLAN ist, mit dem Internet und mit Nuki zu verbinden. Wenn ihr die Hardware Bridge dazu kauft vom Hersteller, dann wird das auch einmal eingerichtet und verbunden, und dann habt ihr damit über diese Bridge jederzeit, auch wenn ihr, keine Ahnung, an irgendeinem weißen Sandstrand seid, die Möglichkeit, die App zu öffnen und über den Nuki-Server und eure Bridge und zu kommunizieren und dann direkt das Schloss auf- und zuzusperren. Wenn zum Beispiel gerade irgendjemand zum Katzensitting kommt und ihr habt vergessen, dem die Nuki-App auf seinem Smartphone zu installieren, dann könnt ihr dann vom weißen Sandstrand aus sagen, du, pass auf, ich sperre dir kurz auf, und dann reicht ein Klick und das Smartlock entriegelt. Und da gibt es auch ein tolles Web-Interface dazu, da könnt ihr dann auch alle möglichen Sachen einsehen und Protokolle einsehen und so weiter und so fort. Eine weitere Frage, die mir auf Twitter gestellt wurde, war dann, ob es zu ungewolltem Aufsperren oder Zusperren der Tür kommt. Also es gab jetzt in diesen ganzen Jahren, die ich Nuki im Einsatz habe, keinen einzigen Vorfall, in dem Nuki geöffnet oder geschlossen hätte, wenn ich nicht im Haus oder sehr nahe am Haus war. Sprich, wenn Auto-Unlock triggern kann, wenn das auslösen kann, wenn mein Handy eine Bluetooth-Verbindung zum Smartphone erstellen kann, sprich, also ich mich in diese 100 Meter zum Haus genähert habe, in einem gewissen Zeitrahmen, und dann zurückkomme und dann Nuki sich mit dem Smartphone verbindet, dann kann es sein, dass die Tür öffnet. Ja, kommen wir nun zu Nuki App, denn das ganze Smart Lock funktioniert natürlich nur mit einer App. Und zwar, der Hintergrund ist schwarz, das Symbol ist ein weißer Kreis, und das sieht dann im Prinzip so aus. Das ist die Nuki App, und die zeigt euch dann im Prinzip an, ich habe jetzt hier aufgesperrt und die Tür ist geschlossen. Ich kann jetzt hier sagen, okay, ich swipe zum Beispiel nach rechts, dann wird zugesperrt. Moment. Das kann ich euch nämlich anders nur schwer zeigen. Ich könnte mich natürlich jetzt vor das Smart Lock setzen. Aber der Punkt ist der, dass ihr das sonst irgendwie nicht, ich kann euch das nicht demonstrieren, weil wenn das Smart Lock in der Hand ist, dann kann ich es nicht aktivieren, weil dann fängt sich das zu drehen an und kalibriert sich, und dann seht ihr irgendwie nichts. Ich kann dann natürlich auch sagen, ich wische jetzt nach links, dann würde aber die Tür öffnen. Ich kann es auch antippen, und dann habe ich die Möglichkeit zum Beispiel zum Tür öffnen oder zum Zusperren oder zum Aufsperren. Also jetzt ist zum Beispiel die Tür versperrt. Ich kann also jetzt sagen, aufsperren. Das Smart Lock verbindet sich und oder ist verbunden, besser gesagt, und sperrt im Prinzip die Tür jetzt auf und sagt mir in der App, zack, es ist aufgesperrt. Wunderbar gelöst. Natürlich, wenn ich das antippe, kann ich auch noch in die Einstellungen reingehen. Da habe ich die Administration, da kann ich Benutzer verwalten, da kann ich mir anschauen, wie die Batterien, welche Batterien drinnen sind, wie der Ladezustand ist, ob es Fehler gab und so weiter und so fort. Ich kann auch den Smart Lock, Auto Unlock zum Beispiel konfigurieren. Ich kann sagen, will ich das überhaupt? Will ich tatsächlich, dass Auto Unlock stattfindet, wenn ich mich der Tür nähere? Aber gut, es ist, glaube ich, ein Hauptverkaufsgrund für ein Smart Lock, dass man genau diese Funktion eben hat. Ich kann dann eben noch verschiedene Experteneinstellungen machen.
machen. Ich kann ihm, wie ich schon erzählt habe, sagen, dass ich eben möchte, dass automatisch zugesperrt wird, nachdem die Tür für mich geöffnet wurde. Ich kann das Ganze auf der Karte noch genau feinjustieren, quasi GPS-Koordination, Koordinaten. Ich kann es auf der Karte anzeigen, ich kann das zur Karte noch feinjustieren, also die GPS-Koordinaten zum Beispiel genau justieren, dass der Geofence, den ich auch einstellen kann, genau passt. Ich kann in die Experteneinstellungen gehen, kann sagen, okay, ab wie viel Metern, also 100, 200, 300 Metern, soll dieser Geofence getriggert werden, sprich, wenn ich zum Beispiel mehr als 100 Meter von meinem Zuhause verlasse, dann soll es zusperren, oder wenn ich mich in diesen Bereich wieder reinbewege, dann soll es aufsperren. Ich kann sagen zum Beispiel, dass dann dieser Auto-Unlock, also es sucht dann quasi aktiv für eine gewisse Zeit, für sagen wir mal 20 Minuten. Das ist zum Beispiel tricky, weil wenn ich jetzt sage, ich fahre irgendwie mit meinem Auto relativ nah am Haus vorbei, dann wird das Smart Lock zu suchen beginnen nach einem Auto-Unlock. Und wenn ich dann aber in einer gewissen vorgegebenen Zeit nicht mich zur Tür begebe, dann habe ich das Problem, dass dann der Auto-Unlock nicht funktioniert, weil der dann eben gesperrt wird. Da kann ich diese Auto-Unlock-Zeit dann nochmal justieren. Ich kann also den Geofence anpassen. Ich kann sagen, was soll passieren, wenn ich zum Beispiel jetzt den Geofence verlasse. In meinem Fall habe ich das auf Zusperren gestellt. Was soll passieren, wenn ich ihn betrete? Dann könnte ich schon mal aufsperren lassen. Was soll passieren, wenn die Nuki-App das Smartphone findet? In meinem Fall dann die Tür öffnen. Und wenn es nicht gefunden wird, könnte ich auch noch was definieren. Keine Ahnung, wieder zusperren oder whatever. Also da kann man dann das wirklich in diesen Experteneinstellungen sehr genau definieren. Man hat natürlich auch ein komplettes Protokoll, was alles passiert ist, während man vielleicht nicht da war, weil es mehrere Benutzer von dem Smart Lock gibt. Man kann also, wenn man angenommen für eine Reinigungskraft eben auf deren Smartphone die Nuki-App installiert, dann kann diese Person zum Beispiel zu gewissen Zeiten auch in das Haus rein und kann dann auch automatisch wieder zusperren zu einer gewissen Uhrzeit. Also man ist da wirklich sehr flexibel, und diese Swipes, die ich euch gezeigt habe, die kann man hier zum Beispiel definieren. Intelligent heißt immer, dass abhängig von dem Status, in dem sich das Smart Lock befindet, eine Aktion durchgeführt wird. Man kann aber auch sagen, immer wenn ich nach links wische, dass dann zum Beispiel automatisch aufgesperrt wird. Und wenn ich dann hier auf der Startseite bin, dann geht dieser Bereich immer automatisch auf Aufsperren. Und rechts ist es noch auf intelligent gestellt. Jetzt ist die Tür aufgesperrt, also schlägt er mir bei intelligenten Vorschlägen natürlich vor, die Tür zuzusperren. Und entsprechend wird es dann auch sofort durchgeführt. Und damit ist die Tür dann eben zugesperrt. Also das funktioniert absolut einwandfrei und zuverlässig. Hier oben bei dieser Glocke können irgendwelche Infonachrichten, wenn die Batterie zum Beispiel schwach wird, eingestellt werden. Man kann natürlich auch noch mehrere Smart Locks zu seiner App hinzufügen. Das funktioniert auch absolut einwandfrei, wenn man zum Beispiel jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine untere Tür hat, die man aufsperrt, und dann gibt es noch eine zweite Wohnung oben, die man aufsperrt. Oder wenn man ein Ferienhaus hat zum Beispiel, dann kann man natürlich mehrere Smart Locks verwalten. Man kann dann auch noch Smart Locks hinzufügen natürlich. Man kann eine Bridge verwalten, die habe ich im Einsatz, das ist eine Internet Bridge. Damit kann man dann auch über ein Web-Interface auf Nuki zugreifen, das zeige ich euch später. Dann kann man zum Beispiel auch sagen, okay, man entsperrt es jetzt aus der Ferne, wenn, keine Ahnung, der Partner den Schlüssel verloren hat oder man vergessen hat, den Schlüssel für die Reinigungskraft rauszulegen, ist dann ganz egal, aber man hat die Möglichkeit, über dieses Web-Interface dann auch noch über diese Nuki Bridge das zu steuern. Alternativ kann man ein Android-Handy nehmen, da kann man diese Bridge-App installieren, das geht nicht auf iPhones, und kann dann die ganz einfach quasi so als, ich möchte es nicht sagen, Bluetooth-Beacon verwenden, aber dann kann man eben dieses Smartphone, dieses Android-Smartphone auch als Bridge verwenden. Es gob dann auch noch vom Hersteller einen Key Fob, also so eine kleine Schlüsselfernbedienung, die empfehle ich euch dezidiert nicht. Die ist ganz schlecht konstruiert, nämlich dieses Loch, wo ihr den Schlüsselring durchfädeln müsst. Das ist ein ganz schmaler Kunststoffsteg, der irgendwann ausbricht, und dann verliert ihr den Batteriekontakt und dann ist das Ding quasi nutzlos, ohne dass man herumfummeln muss. Also nicht empfehlenswert. Es gibt auch ein Keypad von Nuki, das kann man kaufen, das könnte man dann hinzufügen, und dann klebt man das an die Eingangstür und kann dann einen Code eintippen und mit dem eben dann die Tür öffnen. Das finde ich eine sehr feine Geschichte, vor allem weil Nuki sagt, wenn es geklaut wird, kann es kein anderer benutzen, und sie würden es sogar ersetzen, wenn es geklaut wird.
Also finde ich einen absolut fairen Deal, auch wenn vielleicht jetzt die Konstruktion von dieser Schlüsselfamilie ein bisschen in die Hose gegangen ist. Recht viel mehr gibt es zur App eigentlich auch nicht zu sagen. Man muss jetzt hier im Hochziehen, dann kann man auch Lock and Go machen. Das ist so eine Funktion, da doppelklickt ihr auf den Knopf. Dann zieht das Schloss, also dann kuppelt das Schloss ein und zieht die Falle. Und dann könnt ihr die Tür hinter euch zumachen und dann sperrt es hinter euch zu. Ich in der Praxis finde es besser, wenn das Ganze einfach, also wenn ich mich eben vom Haus entferne und dann sperrt es zu. Das funktioniert in meinem Fall absolut einwandfrei. Kann man machen. Mir war es dann irgendwie zu fummelig, dann manchmal, wenn man dann irgendwie schon im Rausgehen ist und man schafft den Doppelklick nicht so ganz sauber, dann drückt man versehentlich nur einmal und plötzlich sperrt das Schloss zu, dann ist vielleicht schon irgendein Alarmsystem aktiviert. Ich bin kein großer Fan, andere Leute sind große Fans von diesem System, kann man halten, wie man will. Das jedenfalls war jetzt die Nuki App, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Ich habe euch ja vorher, als wir die Verpackung hier in der Hand hatten, auch vorgelesen, dass es da diese diversen Assistenten gibt, deren ganzen Namen ich da jetzt nicht erwähnen will. Das ist so eine Sache. Also HomeKit, zuallererst kann ich sagen, grundsätzlich funktioniert genau, wie man es erwartet. Man sagt HomeKit hinzufügen, man fotografiert den HomeKit-Code auf der Unterseite von Nuki, das wird hinzugefügt und man kann es steuern. Man kann sofort der Tante Siri sagen, pass auf, aufsperren. Man kann auch sofort sagen, zusperren. Bei HomeKit muss man auch dazu sagen, das funktioniert nicht über die Bridge, sprich wenn ihr eine Bridge habt. HomeKit funktioniert nur, wenn ihr entweder eine Bluetooth-Direktverbindung mit dem Smartphone und dem Schloss habt oder wenn ihr einen HomePod oder ein kompatibles Gerät oder Apple TV habt, das als HomeKit Hub funktioniert. Die können sich über Bluetooth verbinden und dann könnt ihr das auch aus der Ferne steuern. Habt ihr keinen Hub, sprich keinen HomePod, keinen iPad Air, iPad Pro oder Apple TV, dann könnt ihr das nicht aus der Ferne steuern über HomeKit. Das ist das bedingte HomeKit-Standard, ist ein Sicherheitsfeature, damit ihr es nur bedienen könnt, wenn es eine Bluetooth-Verbindung zwischen dem HomeKit-Gerät und dem Schloss gibt. So, das ist mal die Geschichte. Tür öffnen. Ja, kommen wir zur Tante von Amazon. Die hat einen Skill und der Skill kann natürlich installiert werden. Dabei allerdings gibt es auch so einige Einschränkungen. Grundsätzlich, das Ganze funktioniert natürlich übers Web, das heißt, euer Echo verbindet sich nicht direkt über Bluetooth mit dem Smart Lock, sondern das Ganze funktioniert über die Bridge, übers Web. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, und das trifft auch für Siri zu und auch für den Google Assistant, ihr könnt nicht unterscheiden zwischen Aufsperren und Tür öffnen. Stand Mai 2019. Alexa, Tür aufsperren. Wie lautet dein Sprachcode für Tür? Wird aufgeschlossen, dann liegen. Tür ist aufgeschlossen. Ihr könnt also sagen, eben Tante Siri, bitte sperre auf, dann geht die Tür auf. Ihr könnt sagen, entsperre die Tür, geht die Tür auf. Ihr könnt sagen, öffne die Tür, geht die Tür auf. Während bei Siri dann das Ganze funktioniert, ohne dass ihr irgendwelche PIN-Codes oder sonstige Sachen eingeben müsst. Auf jeden Fall müsst ihr bei der Tante von Amazon dann, wenn ihr die Tür aufsperren oder öffnen möchtet, einen PIN-Code eingeben. Das heißt, ihr definiert in dem Skill, welche vierstellige Nummer ihr ansagen müsst, dann führt die Tante von Amazon das erst aus. Beim Zusperren natürlich wird das nicht abgefragt, weil Zusperren ist ja nicht sicherheitsrelevant, also zumindest nicht im negativen Sinne. Grundsätzlich aber, ihr könnt momentan eben die Tür nur versperren. Ihr könnt es aber auch automatisieren über die Nuki-App. Ihr könnt sagen, jeden Tag um 22 Uhr bitte die Tür versperren. Oder ihr macht es zum Beispiel abhängig von einer Routine mit der Tante von Amazon zum Beispiel, dass ihr sagt, gute Nacht und dann gehen die Lichter an oder die Lichter im Schlafzimmer aus oder whatever und die Tür wird versperrt. Das könnt ihr machen, aber ihr könnt nicht sagen, guten Morgen und dann, keine Ahnung, fängt SWR3 zu spielen an und die Tür wird aufgesperrt, aber nicht aufgeschlossen. Das ging früher, das geht jetzt momentan leider nicht mehr. Ich habe schon Hersteller nachgefragt, leider ohne Resultat bislang. Wenn sich da was tut, schreibe ich euch unten in die Videobeschreibung, dann gibt es da einfach ein Update dazu.
Wir nähern uns also jetzt schon dem Ende des Videos und eine Frage hätte ich noch. Wie findet ihr das? Ich blende euch da oben jetzt eine Abstimmung ein, nämlich yay oder nay. Findet ihr Smart Locks super und wollt ihr das haben? Yay. Oder findet ihr das eher irgendwie so creepy Overkill? Dann nay. Stimmt mal ab, würde mich interessieren, wie ihr da so abstimmt. Ja, zu guter Letzt, was kann ich euch jetzt zum Nuki noch sagen? Was ist mein Fazit zum Smart Lock? Mein persönliches Fazit, und ich habe es seit vielen Jahren im Einsatz, ich würde es nicht mehr missen wollen. Es ist einfach toll, wenn ich zur Haustür komme und ich habe beide Hände voll mit Einkaufstaschen und die Tür öffnet sich. Es ist toll, wenn ich einer Reinigungskraft sagen kann, keine Ahnung, jeden Donnerstag zwischen, keine Ahnung, 3 und 5 Uhr kannst du kommen und kannst zum Beispiel hier irgendwas reinigen, ohne dass ich einen Schlüssel rausgeben muss, ohne dass ich mich darum kümmern muss. Ich finde es toll, dass ich jederzeit sagen kann, wenn ich vielleicht auf Urlaub bin, dass Freunde die Katze füttern sollen oder die Blumen gießen und einfach dann mit ihrem Smartphone die Haustür aufsperren und wieder zusperren können. Ich kann Familienmitglieder hinzufügen. Der Auto-Unlock funktioniert absolut einwandfrei. Also ich bin wirklich begeistert vom Nuki. Es funktioniert vor allem ohne Ausfälle. Es funktioniert zuverlässig. Ich muss nicht ständig die Batterien wechseln. Und es birgt für mich nur Vorteile. Es ist wirklich toll gelöst. Finde ich super. Nachteile: es könnte leiser sein. Das Betriebsgeräusch ist merkbar und es ist nicht wirklich leise. Also es könnte leiser sein. Ansonsten... nee, läuft halt einfach. Es ist wirklich gut. Vom Zubehör her, das Number Pad, also dieses Keypad, diese Tasten, die ihr da an die Haustür kleben wollt, das finde ich richtig gut vom Konzept. Ich habe leider keins, ist mir zu teuer. Die Keyfobs könnt ihr vergessen, das ist leider rausgeschmissenes Geld. Und ansonsten Bridge würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Preislich liegen wir nur Smart Lock bei 229 Euro. Das ist eine Stange Geld, das weiß ich. Wenn ihr Smart Lock mit Bridge kaufen möchtet, dann sind wir bei 299. Und die haben dann, glaube ich, auf der Website auch noch diverse andere Angebote, wo ihr das mit Bridge und Number Pad kombinieren könnt. Oder ein Family-Paket mit Bridge, Number Pad und 3 Keyfobs. Keine Empfehlung. Und so weiter und so fort. Also tigert euch da mal durch. Nuki.io. Ich schreibe es auch unten nochmal in die Videobeschreibung rein. Ja, also ich kann es empfehlen, es ist ein super Teil, es ist, kostet eine Stange Geld, aber es ist, finde ich, das Geld wert und es gibt einfach für Smart Home eine Menge zusätzlichen Komfort. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, ihr kennt das Prozedere ja schon, unbedingt aufs Like klicken und den Kanal abonnieren, da freue ich mich riesig drüber. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare, ich werde versuchen, so schnell es geht, auf jedes Kommentar zu antworten und in diesem Sinne hoffe ich, wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Bis bald, ciao, ciao. You